Herzlich willkommen zum Modul C, Informationen sammeln. Und in der Episode 1 geht es um den Vorlesungsbesuch. Tja, die Vorlesung. Was sollte man machen, um sich darauf vorzubereiten? Klar, also zunächst schauen wir mal auf die Gliederung anschauen, welche Themen in dem Semester behandelt werden. Dann kann man in die Bibliothek gehen, sich ein Buch zum Thema holen. Vielleicht gibt es auch ein paar Literaturtipps von der Professorin oder dem Professor. Falls es Skripte gibt, sollte man sich auf alle Fälle das Skript besorgen und sich dann auch mal den Inhalt der nächsten Vorlesung anschauen. Und wenn man nämlich dann in der Vorlesung selber ist, hat man schon ein bisschen Überblick und kann einfach sich mehr auf das Gesprochene konzentrieren und vielleicht die ganze Sache viel besser verstehen. Sehr gut ist auch, Fragen sich zu formulieren, in der Vorbereitung schon, und dann gegebenenfalls auch mal eine Frage zu stellen, falls die Möglichkeit besteht. Insgesamt kriegen Sie immer ein besseres Verständnis mit Themen, wenn Sie sich aktiv damit auseinandersetzen. Innerhalb der Vorlesung sollten Sie versuchen, aktiv zuzuhören. Das heißt, wenn Sie sich nur berieseln lassen, werden Sie relativ wenig von einer Vorlesung haben. Das heißt, wenn Sie zu einer Vorlesung gehen, dann versuchen, möglichst aktiv mitzuarbeiten, mitzudenken, das, was Sie dort hören, wieder aufarbeiten, zu gucken, wann gibt es Hinweise, wann werden Fragen gestellt, und Sie selbst sollten sich Fragen stellen. Wenn Sachen unklar sind, sollten wir mal nachfragen. Vollkommen legitim. Und zeigt einfach nur, dass Sie aufpassen. Und Sie sollten auf alle Fälle mitschreiben. Dabei geht es aber nicht darum, einfach eins zu eins mitzuschreiben, was so erzählt wird, sondern zu den Skripten und anderen Unterlagen, die Sie haben, Ergänzungen zu machen und zu schauen, was wird besonders hervorgehoben, was sind besonders wichtige Dinge. Und häufig gibt es in den Vorlesungen auch noch andere Dinge, die mitschreibenswert sind. Hier so ein Bild aus einer Vorlesung, man denkt sich, warum soll man überhaupt mitschreiben? Häufig gibt es noch ein Skript. Aber Sie sollten immer darauf eingestellt sein, dass es etwas mitzuschreiben gibt. Und dazu sollten Sie halt Stift und Papier dabei haben oder einen Laptop dabei haben oder vielleicht auch eine Notiz-App auf Ihren Handy. Schauen Sie, was interessant und was besonders ist in einer Vorlesung, und nicht jede Folie mitschreiben, die haben Sie ja vielleicht schon im Skript, sondern Sie sollten sich überlegen, gibt es eine besondere Betonung auf etwas, gibt es vielleicht ein ausgeführtes Beispiel, was es so in der Vorlesung, in dem Skript vielleicht so nicht gibt. Ganz wichtig ist, dass Sie die Notizen organisieren, das heißt, beschriften Sie die immer in derselben Form, dass Sie sagen, wo war das, wann war das, wer hat vorgetragen, welches Thema hatte die Vorlesung und zu welchem Fach gehört es. Wie macht man das? Man kann das natürlich mit ganz normalen Papier und Bleistift machen. Wenn Sie es aber online machen, kann das verschiedene Vorteile haben. Ein Dienst, der ist Everpad. Everpad ist ein kollaboratives Schreibwerkzeug. Die Firma, die das hergestellt oder entwickelt hat, die ist übernommen worden von Google, und die Software ist in Open Source gegangen. Man weiß noch nicht so ganz genau, was für ein Produkt daraus wird bei Google oder ob es einfach in Google Documents hineinfließt. Es gibt einige freie Anbieter von solchen Everpads. Sie können dort einfach ein Everpad erstellen. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Ja, gehen wir kurz hier rüber. Das ist die Everpad Foundation, die Software weiterentwickelt. Das Schöne ist, Sie können es auch runterladen. Falls Sie einen Rechner haben, können Sie Ihre eigenen Pads aufbauen, eigene Dokumente. Sehr schöne Einführung hier, die sollten sich auf alle Fälle mal anschauen. Es gibt verschiedene Anbieter, wo man eigene Pads erstellen kann.
Und hier können wir jetzt einfach schreiben. Hinein. Und wenn ich jetzt in einem anderen Browser bin, andere Person, dann könnte ich jetzt zu zweit reinschreiben für eine Vorlesung. So, da sehen Sie schon, dass hier die Ergänzung reinkommt. Sie sehen auch, dass es hier scheinbar ein bisschen Probleme gibt mit den Inlauten. Das gefällt uns natürlich gar nicht, also sagen wir uns, wir nehmen uns einen anderen Pad-Anbieter. Der Pirate Pad ist von der Piratenpartei in Schweden und da kann man auch einfach freie Pads anlegen. Wobei ich finde, dass deren Server manchmal ein bisschen langsam ist. So, aber Sie sehen das gleich wieder, die gleiche Software. Oh, Sie können alles formatieren, wie Sie wollen. So, jetzt fett. Ja. Und auch hier können wir wieder dieses Pad miteinander teilen. Und hier gehen auch die Leute. Sehr schön. Und wenn wir hier rüber gehen, sehen Sie, dass es live abgedatet wird. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, wenn Sie zusammen mit ein paar Leuten eine Vorlesungsmitschrift erstellen wollen. Ein weiteres Werkzeug, was sehr nett ist, um verschiedene Notizen von Ihnen zu speichern, ist sogenannte Evernote. Evernote ist ein Dienst, der auf verschiedenen Plattformen läuft, also auf Ihrem Laptop, aber auch auf mobilen Geräten. Und dort können Sie ganz viele Dinge einfach speichern, und zwar nicht nur Texte, sondern auch Bilder auf Webseiten, aber auch Bilder, die Sie schießen mit Ihrem Smartphone. Und das Tolle ist, dass Evernote diese Sachen dann sogar auch noch versucht zu analysieren, ob es da irgendwo Text ist, und diese Sachen dann häufig, also gerade wenn es Englisch ist, sage ich mal, sehr gut erkennt. Deutsch geht so. Das ist ein ganz spannendes Angebot. Sie vor allem, das wird synchronisiert zwischen Ihren ganzen Geräten. Das heißt, wenn Sie auf Ihrem Smartphone eine Notiz machen, dann finden Sie den nachher auch auf Ihrem Desktop. Und das ist halt einer der ganz, ganz großen Vorteile von diesen Diensten. Also nochmal ganz kurz die Everpad zum gemeinsamen Schreiben an einem Dokument. Alle können auf dasselbe Dokument zugreifen. Man sieht in Echtzeit die Überarbeitung. Evernote erlaubt Ihnen, zentral und synchronisiert zwischen all Ihren Geräten Notizen zu machen und Fotos, Links etc. auszutauschen. Wenn Sie gerne mit Mindmaps arbeiten, dann gibt es Anwendungen wie zum Beispiel MindMeister. Dort können Sie Mindmaps erstellen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht so ein wahnsinniger Freund von Mindmaps bin. Deswegen habe ich es auch nur über das Ausprobieren bisher nie geschafft bei solchen Dingen, weil ich immer denke, dass es eigentlich doch mehr oder weniger eigentlich Listen sind, die da erstellt werden. Hier sieht man zum Beispiel mal ein Riesen-Mindmap von Robinhood, und der hat ein Mindmap gemacht, so
Online Collaboration Tools. Gucken wir mal, was er da zum Beispiel für Chat, hat er ganz, ganz viele Dienste hier zusammengeführt, Instant Messaging und so weiter und so fort. Schon ein sehr, sehr großes, großes Mindmap. Hier sieht man, dass man die einklappen kann und wieder aufklappen kann. Und eigentlich kann man auch sehr viele Bilder mit reinmachen. Das hat er jetzt nicht gemacht, das kann der. Meine Logos reingetan oder so. Mindmeister gibt hier so eine, zeigt bestimmte Mindmaps. Können wir mal hier schauen, was es sonst noch so alles gibt. Mindmaps, so Online-Business und wie man da eigentlich Geld draus macht. Und hier sieht man, dass da ein paar Bilder mit reingesteckt worden sind. Yes, Mark, kannst machen. Man kann aber dann auch gleich einfach Listen schreiben, finde ich. Ein weiteres Tool ist Workflowy. Da kann man einfach Listen erstellen. Da könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich habe eine Liste mit Vorlesungen und die eine Vorlesung ist Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Termin 1 und dann könnte man anfangen hier mitzuschreiben. Und so weiter und so fort. Die kann man auch exportieren. Man kann Notizen dazu anwenden. Das ist ein Dienst für Leute, die es sehr, sehr klar und einfach mögen. Und ich kann Sie nur wieder, wie immer, dazu auffordern, neue Tools und Werkzeuge zu finden und uns vor allem dann ein bisschen zu zeigen, wie Sie damit umgehen. Das so viel zu den Tools. Nochmal kurz was zu dem Nachbereiten von der Vorlesung, was Sie jetzt in der Vorlesung waren. Die erste Wiederholung sollte eigentlich schon nach 12 bis 24 Stunden sein. Also dass Sie tatsächlich eigentlich, wenn Sie ja, nach Hause kommen oder so, nochmal sich die eigene Unterlage anschauen und sich fragen, was war das Allerwichtigste? Worum ging es eigentlich? Was sind wichtige Themen, das nochmal anstreichen etc. Das ist übrigens auch nicht nur bei Vorlesungen, auch wenn Sie eine Mitschrift machen von einer Sitzung oder sowas, sollten Sie das auch machen, weil sonst haben Sie schon wieder ganz, ganz viele Sachen vergessen und man fragt Sie, was man eigentlich hingeschrieben hat. Optimalerweise sollte man dann nochmal nach 2 bis 3 Tagen sich das nochmal anschauen und eine Verbindung zu den vorherigen und den nachfolgenden Vorlesungen herstellen. Das wäre dann auch der Termin, wo man sich sagt, okay, jetzt schaue ich mal in das Skript und schaue, was in der nächsten Woche dann kommt. Und einmal pro Woche sollten Sie ausgewählte Inhalte nacharbeiten und vor allem schauen, welche Dinge habe ich nicht verstanden, wo habe ich Probleme gehabt. Und diese sogenannten Nüsse, die sollten Sie diskutieren mit Ihren Kommilitonen in der Lerngruppe oder falls Sie ein Tutorium haben, dort mit hineinbringen oder wenn es Übungen gibt, die in die Übungen mit einzubringen. Das war's für die erste Episode. Das bedeutet bestimmt für Sie, sich vielleicht ein bisschen anders mit Vorlesungen auseinanderzusetzen. Aber ich denke, wenn man in Vorlesungen geht und sich damit auseinandersetzen will, dann sollte man sich auch die Zeit nehmen, um diese Vorlesung zu nutzen. Und was nicht gut ist, ist, wenn man einfach nur in Vorlesungen geht, die absitzt und nicht damit arbeitet, dann kann man sich die Zeit eigentlich auch gut sparen. Okay, bis zur nächsten Episode und viel Spaß.